Hi meine Lieben und ganz herzlich willkommen zu diesem neuen Video auf meinem Kanal. Und heute wird es einen Action-Live-Haul geben. Ich hoffe, euch gefällt es und ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß beim Zuschauen. Heute nehme ich auch mal was aus der Bastelabteilung mit. Und zwar habe ich hier solche Sticker gefunden. Finde ich ganz cool für meinen Battle Planner. Ich habe mir ja noch einen zweiten bestellt und extra Folien. Und daraus kann man halt dann sehr gut zum Beispiel Tanken machen oder irgendwie was anderes. Genau. Davon nehme ich jetzt zwei Stück mit und die kosten jeweils 78 Cent. Ich bin jetzt hier beim Washi Tape stehen geblieben und irgendwie will ich da jetzt was mitnehmen. Und habe mich für das hier entschieden. Ich weiß nicht, was es kostet. Entweder 69,99 oder 79 Cent. Aber das nehme ich jetzt auf jeden Fall mit. Das ist auch noch so dünn und das passt mir auf jeden Fall sehr gut. Ein bisschen was an Bürokrams nehme ich hier auch mit. Und zwar einmal so eine Mappe, die kostet 1,49. Ich zeige euch das mal eben. Und zwar sind hier solche Hefte drin, wo man halt ja seine Papiere reinmachen kann. Finde ich mega gut. Ich habe jetzt gerade so einen pinken mitgenommen und so einen grauen. Genau, dann brauche ich nochmal neue Folien. Aber da muss ich gucken. Ich brauche nämlich diese glänzenden. Ah, das müssten die hier sein. Davon nehme ich jetzt gleich drei mit 89 Cent. Schauen wir mal weiter. Ach, ich wollte noch mal. Hier haben wir die. Die nehme ich auch noch mal mit. Ich fand die ganz praktisch. Ich habe eigentlich solche, aber irgendwie sind die doof. Keine Ahnung. Ich brauche unbedingt neue. Ich mache jetzt gerade nämlich den Ordner für den Steuerberater fertig. Genau. Ich habe jetzt wieder so einen blöden Korb. Das ist jetzt ganz doof von mir gewesen. So kann ich das jetzt nicht reinmachen. Muss mir alles merken, was ich mitnehmen möchte. Und was brauche ich noch? Ich nehme jetzt nochmal hier diese Textmarker mit. Die sehen eigentlich ganz hübsch aus. Für 89 Cent will ich nicht meckern. Genau. Und meine Mama nehme ich einen neuen Tacker mit. Leute, sie hat meinen heute zerstört. Gut, dass ich das jetzt gerade sehe. Aber ich will einen weißen haben. Der sieht schön aus. Oder? Der ist dann so schnell dreckig, ne? Ich nehme den hier. Dann nehme ich auf jeden Fall eine Kerze mit und mir gefällt eigentlich ja dieses Schwarz, aber es könnte ziemlich gut zu meinem Bett passen. Schwarz, so Anthrazit, weiß ich nicht. Ich bin gerade so ein bisschen am Struggeln zwischen der und der Farbe, würde halt beides einfach passen, aber nee, ich nehme glaube ich so eine mit. Genau, weil ich möchte mir so einen Teller kaufen und dann auf diesem Teller solche Steinchen machen. Ich habe sowas ähnliches auch in Mörs gehabt in meinem Wohnzimmer. Genau, wir nehmen einmal das mit und dann habe ich hier sowas hier entdeckt. Einmal hier haben wir solche schwarzen Steinchen und sowas hier. Das finde ich ganz gut, aber jetzt weiß ich nicht, ich glaube, passt das, Leute? Ich glaube, das da unten wäre besser oder wäre das dann zu einheitlich? Ich nehme mal die beiden Sachen mit. Das kostet 1,99 und das andere 99 Cent. Dann nehme ich hier nochmal solche Hosen mit, perfekt fürs Fahrrad. Die kann man halt sehr gut dann befestigen. Habe ich damals auch mir gekauft und damit ein bisschen mein Fahrrad verschönert. Und jetzt ist schön wieder Fahrradzeit. Deswegen muss ich es wieder machen, weil die alten sind irgendwie abgefallen alle. Kostet pro 99 Cent, gibt es aber leider nur in Rot. Deswegen ich davon jetzt zwei mitnehme. I get a stable, I get a
die haben hier so mega witzige Dinger hier. Daraus kann man Eis machen, zum Beispiel eine Melone. Oder hier. Oder hier, mega witzig und mega groß. Kosten übrigens nur 72 Cent. Was haben wir hier oben? Ach, das sind solche Eiswürfel. Eiswürfel, ja. Was wollte ich denn da gerade sagen? Genau. Ach, die finde ich mega toll. Irgendwie sieht das voll schön aus. Aber ist voll groß. Oder hier, das hier. Finde ich auch sehr schön. Gibt es auch noch in Gold. Das ist ja Bombe. Irgendwie spricht mich aber gerade das hier an. Ich musste gerade eben kurz aufhören zu filmen, weil hier einfach zu viel los war. Also, ich nehme das jetzt mit. Ich finde das mega schön. Ist nicht unbedingt die erste. Ich nehme gleich den hier mit. Gibt es noch einen in grün? Aber nee, der pinke gefällt mir mega gut. 2,99 Euro kostet der. Die haben hier auch so fette Strohhalme. Für was braucht man sowas? Die sind doch viel zu dick. Für Bubble Tea vielleicht. Dann bin ich jetzt hier bei diesen ganzen Schuhen und Klamottenkrams. Und hier habe ich solche Portemonnaies und so Minitaschen gefunden. Ich wollte mir nämlich so eine für den Urlaub holen. Ich finde die eigentlich ganz schön. Ich nehme die mit. So, die kann man halt an die Tasche machen oder halt woanders sich dran klemmen, an den Gürtel oder weiß ich nicht was. Und dann ist das sehr praktisch. Man kann da, weiß ich nicht, Geld reinmachen oder andere Dinge, Karten oder sowas. Genau, halt so eine Minitasche kann man immer gut gebrauchen. Kostet 1,42 und die nehme ich mit. Was haben wir hier so? Shampoo. Kindershampoo könnte ich jetzt nochmal mitnehmen, auch wenn ich das noch zu Hause habe. Egal, ist mega günstig. Für 1,99 kann man nicht meckern. Schau mal. Irgendwie sieht das voll lecker aus mit diesen Erdbeeren und Bananen. Aber hier brauche ich tatsächlich nichts. Hier brauche ich selten irgendwas von Styling Gel. Ich glaube, das hat Xenia mal gekauft. Start a fight, never know who's wrong or right. Feel nothing when you go. I know it's not intelligent, drinking for the hell of it, but that's irrelevant now. We should talk about us. How come we're holding on? Cause really, I don't see the benefits now. Die haben hier so niedliche Babysachen. Jedes Mal laufe ich an diesen Söckchen hier vorbei. So süß. Hier zum Beispiel mit Mickey Mouse oder dieses Schüchchen. So süß. Hier haben wir dann auch nochmal Pflaster und sowas und richtig, richtig tolle Badebomben. Hier zum Beispiel sieht aus wie Schoki. Einmal blau und in lila. Oder hier sowas hier. Das ist, glaube ich, so Badesalz oder sowas. Ja, da oben zum Beispiel XOXO. Und halt diese ganz normalen Kugeln und das sieht ja witzig aus. Edelsteinform. Verstehe ich jetzt nicht, aber okay, gibt es.
nehme jetzt hier nochmal Wäscheklammern mit. Und zwar die hier, die sehen super schön aus. Das sind solche Rosen, keine Ahnung, 99 Cent. Und hier sind mega viele drin. Die gehen nämlich so schnell kaputt. Meine Mutter hat nämlich derzeit solche aus Holz und solche. Und die gehen einfach so schnell kaputt. Ah, da, solche hat sie. Die sind einfach nicht gut. Die halten ein bisschen länger, genau. Hier gibt es noch andere. So schlichte. Naja, und solche, die kosten dann 89 Cent. Aber hier sind dann weniger drin. Aber ich bleibe bei denen hier. Bereue ich schon wieder, dass ich bei Kicker hier gekauft habe. Da waren nämlich viel, viel weniger drin, für viel, viel mehr Geld. Schaut mal, wie krass, wie viel es eigentlich bei Action gibt. Es gibt sogar hier so handwerkliche Maschinen, keine Ahnung, von Akku-Dingsmaschine, ich weiß nicht, wie das heißt, Akku-Bohrmaschine, so heißt das. Das ist irgend so ein Schleifpapiergerät, keine Ahnung, und Licht und weiß ich nicht was, also... Und auch noch mega günstig. Ob es gut ist, keine Ahnung, ob es lange durchhält, keine Ahnung. Aber hier zum Beispiel so eine Sachen hier. Kann man hier auf jeden Fall kaufen, finde ich. Hier zum Beispiel solche Sets. Also schleppt eure Männer das nächste Mal auf jeden Fall mit zur Action und zeigt denen das. Ja, Säge 2,99. Kann man auf jeden Fall nicht meckern. Und auf der anderen Seite haben wir dann so Farbutensilien, also so Pinselgedöns und sowas. Die sind nicht schlecht. Die kauft mein Vater hier auch ganz oft. Hier haben wir dann so ein Regal und so einen Tisch und sowas. Das erinnert mich gerade so ein bisschen an Ikea. Die haben auch diese dünnen Regale für 6,79. Teeboxen, so andere Sachen. Türknopf. Genau, gibt dann hier noch so andere und andere Regale. Jetzt brauche ich es nicht mehr, jetzt habe ich es woanders gekauft. Ich wollte nämlich letztens eins mitnehmen. Gab es aber nicht in meinem Farbton. Jetzt ist zu spät. Was haben wir hier? Solche Boxen. In schwarz und hier einmal in braun. Für 2,99 ist wirklich sehr, 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 sehr günstig. Dann hier irgend so ein Tablett, wo Home draufsteht. Ja, dann haben wir hier Spiegel und Uhren. Das eine hat sich gefühlt irgendwie nie. Oh, das ist schön. Ich weiß zwar nicht, für was das dient. Ich glaube Deko oder sowas, aber es ist schön. Es ist hübsch. Und dann haben wir hier solche Tische oder, keine Ahnung, Beistelltische, ich weiß nicht. Jeder benutzt das für irgendwie was anderes. Und hier sogar ein riesen Hocker, Leute. Und dann geht es hier weiter eigentlich mit Decken. An den Keksen laufen wir selbstverständlich auch nicht vorbei. Einmal nehmen wir hier diese Milky Way Kekse mit und diese Bounty Kekse. Super, super, super lecker. Ich habe die jetzt schon in meinen Einkaufskorb gepackt. Und ich kaufe jedes Mal die hier nach, aber nie die. Das sind diese Filipinos. Ich probiere die jetzt auch mal. Das ist Karamell. Die sind wirklich sehr, sehr lecker. Das ist... White Chocolate, genau. Das nehme ich nochmal mit. Und ansonsten After Eight und sowas. Nö. Und wie süß, kann man sehr gut verschenken. Für Muttertag bestimmt sehr, sehr gut geeignet. Okay, ich habe mich jetzt nochmal breitschlagen lassen. Das nehme ich jetzt auch nochmal mit. Perfekte Idee für Muttertag. Ich habe nämlich noch gar nichts und das ist auf jeden Fall schon mal ein Anfang. Meine Lieben, ich hoffe, euch hat es gefallen. Ich würde mich mega über ein Däumchen nach oben, über einen Kommentar und über ein kostenloses Abo freuen. Vergesst auf gar keinen Fall das Glöckchen zu aktivieren, so verpasst ihr auch in Zukunft keins meiner Videos mehr. Und jetzt wünsche ich euch nur dieser draußen noch einen wunderschönen Morgen, Mittag, Abend oder eine schöne Nacht. Bis zum nächsten Video. Tschüss, ihr Lieben.